Und damit nun herzlich willkommen zur 181. Folge des Command Conquer 1 der Tiberium Conflict Let's Plays, beziehungsweise zur 70. Folge des Command Conquer 1 der Ausnahmezustand Let's Plays. Wir hatten so einen minimalen Base-Angriff erfahren. Verstärkungen sind eingetroffen. Aber wir kriegen den hin, bauen hier oben gerade unsere Verteidigung wieder auf, damit wir den Sammler wegkriegen. Der wahrscheinlich gleich wieder kommen wird. So, das hat geklappt. Perfekt. So, ihr könnt, dürft, solltet, am besten irgendwo müssen die mal abbauen gehen. Irgendwo müssen. Ja. Wo hat er denn seinen Sammler hingeschickt? Ich habe den doch gerade gesehen, dass er losgefahren ist. Okay, pass auf, einen schicken wir hier hin. Und den schicken wir dahin. Also eigentlich hatte ich ja gerade mir so gedacht, so, na, ich schau mal, dass ich seinen Sammler ficke, aber er sammelt noch woanders. Und jetzt hätte ich als nächstes überlegt, ob ich das hier vielleicht kaputt mache. Was ich durchaus machen kann, aber dadurch, dass ich den Sammler hier schon losfahren sehen habe. Na gut. Jawohl, Sir. Jetzt mal die 1 solltet ihr eigentlich werden. Da habe ich meine Sammler überschrieben. Ah, ja, jawohl, Sir. Also STRG3. Jawohl, Sir. Schiff 3, STRG3. Jawohl, Sir. Schiff 3, STRG3, sodass ich die notfalls schnell zurückziehen kann. Und dann ballern wir mal hier diese Ecke frei. Das ist der Sammler. Alles klar. Sehr gut, also wir ballern diese Ecke frei, damit wir an den Sammler hier oben rankommen. In Ordnung. Da kommt er mir jetzt schon entgegen. Reicher auf. Reicher auf. Kommt da. Uiuiui, sehr gut. Reicher auf. Auf geht's. Könnte relativ knapp werden. Ich sein genaues Ziel ja nicht kenne, aber ja doch, das sollte passen. Easy. Bestätigt. Ja. Perfekt. Lief alles nach Plan. Der sammelt. Ihr sammelt euch hier gegenseitig die Sachen weg, okay. Da. Gut, du kommst hier mal zurück dahin. Ach, der ist schon auf dem Rückweg, sehr gut. Bei euch muss ich aufpassen. Kommt bitte auch mal zurück. Alles fährt ihr erstmal zurück in die Base. Komm. So, machen wir das. Machen wir nicht zum ersten Mal, dass wir hier direkt deffen. Du gehst abgeben. Und der andere war hier auch noch voll. Welcher der hintere von beiden? Ja, und du gehst abgeben. Perfekt. So. Ihr ballert mal das hier weg. Unsere Basis wird angegriffen. Perfekt, lief genau nach Plan. So, lass mich raten, wir haben. Nee, wir werden nur angegriffen. Ich dachte schon, wir hätten jetzt Dingens verloren. Aber da habe ich mich getäuscht. Ja gut, haben wir auch erwischt. Jawohl, Sir. Zurück. Und dann da drauf. Ich dachte, wir hätten jetzt, Jawohl,
ein Dingenschuss gefressen. Wie heißt der denn? Mensch, Ionenwerfer. Ionenwerfer, genau. Also, Ionen. Heute, Alter, manche Tage, ne? Dass wir einmal mit der Ionenkanone angeballert wurden, dachte ich. Aber waren wir gar nicht. Von daher alles cool. Ressourcen kommen rein. Da können wir gleich notfalls rappen. Ihr bleibt mal noch in der Basis, bitte. Und... Ja. In Ordnung. Idiot. Einheit verloren. Wird gebaut. Gestoppt. Das hier jetzt. Jawohl, Sir. Eieiei, da kam der Schuss. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Ich hatte damit ja schon gerechnet, dass dieser Schuss kommen wird. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Breche auf. Was macht ihr hier? Ich hab... Da ist ja Sammler. Jawohl, alles klar. Sag grad schon, ich hab einen Sammler verloren. Der ist ja hier oben schon wieder am Erze holen. Dass er einfach so große Erzfelder hier hat. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das am besten mal platt mache. Muss mich aber auch immer deffen. Jetzt seht ihr das Problem, warum ich diesen Obelisken auch brauche, weil ansonsten, ne, das ist ja die absolute Katastrophe, was hier gerade passiert. Konstruktion fertig. Danke für nix. Du dich retten. Und jetzt bräuchten wir eigentlich mal ein paar Ressourcen. Ich könnte mit dem Sammler bis hier hinfahren und dort snacken, aber das mache ich nicht. Wir schnappen uns einen Sammler und ich sage, er soll da hinfahren. Lassen die restlichen Sammler hier mal stehen. Die Frage ist, komme ich mit den drei Sammlern hier oben ran? Riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Ja, ich werde es riskieren müssen. Unsere Basis wird angegriffen. Ich kann schon zurückkommen, wenn ich hier einen Mammutpanzer ankommen sehe. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich muss ihn irgendwie seinen Sammler wegsnacken. Weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss ich es hinkriegen. Also ich denke, für euch ist das Problem hier auch ersichtlich. Es ist nicht der Sammler das Problem. Sondern, dass der so nah an diesen Türmen hier steht. Es wird zwar nichts in diesem Try. Egal. Wir den mal hier raus, mal gucken, ob das klappt. Ich koordiniere den Sammler mal selbstständig. In der Hoffnung, dass... keine useless Angriffe kriegt, aber das sah ja soweit ganz gut aus. Jetzt gehen wir auch die Ressourcen für die Reparatur langsam zu Neige. Jawohl, Sir. Das Schlimme ist, hier ist ein riesen Ressourcenfeld, wenn man das einmal hätte.
werden sehr viele Probleme behoben, aber nö. Jawohl, Sir. Natürlich kriege ich dieses Ressourcenfeld nicht. Aber gut, das Ressourcenfeld ist ja dort eigentlich auch noch so riesig, weil ich ihn seinen Sammler immer weggesnackt habe. Zeigt aber auch seinen Sammler nicht erneut. Das, was mich eigentlich interessiert hätte. Ich bin ein fetter Mammutpanzer. Also, ich hoffe ja, dass er irgendwann mal ressourcentechnisch am Ende ist, ne? Dass ich zumindest dann langsam mal hier die Map-Hoheit über die Ressourcen hinkriege. So, den Sammler versuche ich jetzt wegzunehmen. Das wird wahrscheinlich nichts. Jawohl, Sir. Ja, auch zur gleichen Zeit natürlich einen Mammutpanzer hier haben muss. Ist das jetzt geplant? Nee, ist nicht geplant. Sonst hoffe ich, dass der hier hinten noch nach das hier abbauen möchte, dass das nicht reicht, dass er voll ist. Ja, ja. Er dreht um. Zu nah am Tower, wie gesagt. Ja gut, er kommt. Bestätigt. Bestätigt. So, und so. Der Sammler hat sich erledigt für ihn. Jawohl, Sir. Sehr schön. Der hat Ressourcen abgegeben. Reicht leider nicht für einen weiteren Mantel des Schweigens. Ich lasse ihn trotzdem das hier abbauen. Da komme ich nicht ran. Das ist leer. Da komme ich nicht ran. Nehmen wir mit, was wir kriegen können. Machen wir es ganz simpel. Jawohl, Sir. Okay, komm, der kann sich nach hier unten direkt verpissen. Das hat keinen Wert. Weiß nicht, inwieweit diese Dinger jetzt falsch angreifen wollen. Es ist einfach gerade zu viel Bewegung auf der Karte. Ich muss ganz kurz ein bisschen auf Nummer sicher spielen. Unsere Basis wird angegriffen. Ich hoffe, dass er den nächsten Sammler auch wieder hier oben hinschickt. Aber vermutlich wird er erstmal hier abbauen. Aber ich habe aktuell ein minimales Ressourcenproblem, einen solchen Gegenangriff zu starten, dass das passt. Habt ihr gesehen, wie lange das Spiel gerade gezögert hat, bis es endlich das Ding hier unten angegriffen hat, das Fahrzeug? Und jetzt die große Preisfrage, was mache ich? Schnappe ich mir jetzt hier die Ressourcen oder nicht? Jawohl, Sir. Reiche auf. Mache ich das nur Risk, no Fun oder sage ich mir, ah, scheiß drauf, lieber nicht? Ich meine, sobald ich einmal hier dran komme, wäre ja alles cool. Ich sehe schon, er hat schon wieder Ressourcen an der falschen Stelle abgearbeitet. Also er hat schon wieder einmal Ressourcen gekriegt, weil ich hier diese Ecke immer noch nicht freigefightet habe. So, was greift ihr jetzt an? Was ist euer Ziel?
die Base. Richtig? Ja, eigentlich nicht. Es sieht mir fast eher nach Sander aus, aber... Egal, das passt. Wie lange wir an dieser Scheißmission schon hängen. Es wird noch so eine große Katastrophe werden. Ich sag's euch, du gibst mal ab. Rück mit dir. Das wird auch nicht reichen für Mantel des Schweigens von weiteren. Glaube ich, da ist Herr Sander. Jawohl, ich auch. Bestätigt. Reiche auf. Mal schauen, ob ich den... Bestätigt. Ihn zumindest im nächsten Durchlauf. In Ordnung. Gesnackt kriege. Unsere Basis wird Reiche angegriffen. Auf. Jawohl, Reiche auf. Reiche auf. So, dort sammeln. Der Sammler kommt. Ich hoffe, der schickt den Sammler jetzt auch nach hier unten. Sonst mache ich ein dummes Gesicht. So, wir bauen jetzt noch einen weiteren Mantel des Schweigens. In der Hoffnung, dass ich dann auch bei Vieren bleibe und nicht wieder welche verliere. Das war ja eigentlich gerade so das nervigste Problem von allen, dass ich nochmal einen Mantel des Schweigens verloren hatte. Und dann stellt sich jetzt die große Preisfrage. Muss ich den jetzt hier unten abbauen gehen? Theoretisch müsste ich. Erstmal gibt es volle Konzentration auf den Sammler. Konstruktion fertig. Sehr schön. So, und ihr macht. Jetzt go. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr gut. Dahin. Das passt, der Sammler kriegt's nicht geschissen, der ist weg. Dann ist mir der Rest egal. Perfekt. Das muss ich nur aufpassen, damit ich wieder den wegsnackt, weil ich aus Versehen irgendwie mich blockiere gegenseitig. In Ordnung. Aber ich muss sagen, dass die unsichtbaren Dinger ja doch ihren Reiz haben. Ganz ehrlich. Ich sage nicht, sie sind perfekt, aber sie haben ihren Reiz, um die Missionen zu regeln. Ich glaube, ohne die hätte ich es auch gar nicht geschissen gekriegt hier. Und eigentlich wäre es mir jetzt ganz lieb, wenn ihr es schafft, euch Glauben zu sammeln. Ach ja. Bestätigt. Hauptsache einmal andeuten, dass du doch nach unten fährst. Das war aber viel Schaden. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, bestätigt. So, jetzt auch nach hier oben. Versuche jetzt mich an diesen beiden Türmen hier, dass ich da mal die Map-Hoheit auf dieses Erzfeld hier oben kriege. Hier ist aktuell nichts, ich könnte sie auch Partner holen. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Das hier, naja. Zufrieden sieht anders aus. Jetzt versuche ich erstmal wieder auf die 1500 irgendwie ranzukommen. Sodass wir hier einen weiteren Obelisken bauen können, weil ich vermute, es wird nämlich bald wieder einen Schuss
Komm, wo ich ein Obelisk verliere, ein... Wie heißt der Schuss? Ionenkanonenschuss, genau. Und ja, damit gehen wir einmal die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiß. Sag wie immer zum Schluss. Tschö mit euch.